Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten Folge Mass Effect Andromeda. Hier, Sam haben wir ja gerade schön kennengelernt, unser Implantat im Hirn. Und eigentlich wollte ich mich... Ich scanne mal das Ding hier, bringt das was? Nö. Um diese Sabotagegeschichte kümmern, aber... Das mache ich später, denn ich will erstmal in der Hauptquest weiter vorankommen. Und dazu muss ich ins Schiff steigen, beziehungsweise erstmal und wieder hinkommen. Und da will ich jetzt weitermachen. Mal sehen, was uns Tan gibt. Es soll was Besonderes sein. Wir sind unterwegs. Ist das Schiff bereit? So gut wie, und es sieht fantastisch aus. Wir sind gleich da. Wie es aussieht, werden wir da draußen auf uns gestellt sein. Mit anderen Worten, wir improvisieren. Ja, wir nennen es taktische Improvisation. Aber zumindest tun wir es mit Stil. Das ist die Tempest. Und was für ein tolles Schiff. Cool. Das sieht gut aus, gefällt mir. Schlanke Maschine. Sehen Sie uns mal genauer an. Jawohl. Gebt mal ein bisschen Gas, Leute. Wir sind 14 Monate im Verzug. 14 Monate. Ist ja wie bei mir im Büro. 14 Monate im Verzug. Sie sind also derjenige, der hier das Sagen hat. Vetra. Vetra Nix. Logistikerin, Problemlöserin, Schützin und alles dazwischen. Sind wir soweit? Je schneller wir verschwinden, desto besser. Sie kommen mit uns? Ja, andernfalls würden Sie dieses Schiff nie von der Station lassen. Weshalb die Eile? Ich will einfach nicht noch mehr Zeit vergeuden. Moment mal, Sie gehen nirgendwo hin. Ja, da ist schon das Problem. Verdammt! Stimmt was nicht? Direktor Addison verlangt eine vollständige Aufstellung der Vorräte, Munition und Crew der Tempest. Direktor Tan hatte anders entschieden. Das Schiff ist mit Ausrüstung für die Außenpostensuche bestückt und fällt somit in Direktor Addisons Ressort. Ich kenne sie doch. Ben, richtig? Jetzt sie sind mit ihrer Familie hier, oder? Hast mein Gebet genommen. Und ihr Sohn ist noch in Stase? Ich könnte dafür sorgen, dass er vorgezogen wird. Wirklich? Ja, wirklich. Es hieß, er sei nicht essentiell, aber er fehlt mir. Ich weiß, ich habe auch Familie, Ben. Erledigt. Addison wird mich umbringen. So einfach geht das. Beeindruckend. Das gehört zum Job, Pathfinder. Abgesehen davon war es nicht wirklich schwierig. Und im Moment brauchen sie Leute, die Probleme lösen, statt neue zu schaffen. So ist richtig. So gefällt mir endlich das. Endlich jemand, der wirklich etwas bewegt und nicht nur darüber redet. Der neueste Stand der Technik. Labors, Sensoren, Forschungsausrüstung. Und natürlich die Crew. Sie sind die Besten ihres Fachs. Ah, schön, dass es Ihnen gut geht. Das Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche. Aber es läuft verdammt viel ruhiger. Das ist Gil Brody, Techniker, Mechaniker und Allround-Schrauber. Das hier nennen wir den Forschungsraum. Hier können wir Ausrüstung aufwerten, Daten sammeln. Router aktiviert. Verbindung zur Tempest wird hergestellt. Willkommen an Bord, Sam. Und Ryder natürlich. Suvi Anwar, unsere Wissenschaftsoffizierin.
Ihr Quartier liegt unten. Hier oben ist genug Platz, um alle zu versammeln. Das ist Ihr Schiff. Es ist leicht, unauffällig und das schnellste seiner Klasse. Uns steht wirklich etwas Großes bevor, nicht wahr? Das Beste haben Sie noch gar nicht gesehen. Sobald Sie losfliegen wollen, gehen Sie auf die Brücke. Unser Pilot sorgt dafür, dass wir startklar sind. Cool. Mein Schiff. Wunderbar. Jetzt beginnt der Action erst. Oh, und Stufe 3 erreicht. Das heißt, schnell mal hier in die Fähigkeiten reingehen. Und diesmal werde ich was anderes machen. Und zwar nehme ich mir mal... Was haben wir hier? Schockwelle. Beschädigt Gegner mit einer Reihe von Explosionen, die sich durch Wände und andere feste Objekte fortsetzt. Schockwelle zündet Combo Primer. Nehme ich. Nur um das auf alle Fälle schon mal auszuprobieren. Und dann, ja, will ich bestätigen, setze ich nochmal einen Punkt auf mein Sturmgewehr. Und auf die Kampffitness. Schilde. Zusatzbooster dann als nächstes. Sehr schön. Kosten 2 Punkte. Hab ich nicht. Schade. Ja, Pech gehabt. Bestätigen. Und fertig ist. So, jetzt gucken wir mal hier. Was können wir hier machen? Den kontaktieren. Sollte zur Brücke gehen, wenn wir startbereit sind. Ja. Machst du gleich, beziehungsweise gehst schon mal in die Richtung. Der Meetingraum. Von dem Tisch in der Mitte aus können Sie Videoanrufe machen. Oder auch nur die Crew versammeln. Oh, gucken wir mal, was das hier ist. Das Equipment hier ist der Wahnsinn. So, Kiosk, An- und Verkauf. Sehr schön. Hier können wir die Objekte, die ich hier so gesammelt habe, den ganzen Driss, den man so findet, verticken. Das ist sehr schön. Und irgendwas haben wir doch schon letztens gefunden, was man den Händler verkaufen kann. Das mache ich aber nicht jetzt. Brauche noch keine Moneten, keine Credits. So, gucken wir mal hier. Hier ist der Wahnsinn. Einsatzteam. Missionen. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Ah, haben wir noch nicht gemacht. So, können wir mit ihm nochmal schnell schnacken. Wir scheinen zwar ständig in Eile zu sein, aber für ein neues Spielzeug ist immer Zeit. Besonders dann, wenn es nützlich ist. Für neues Spielzeug bin ich immer zu haben. Wir können hier mit alten Kram wiederverwerten. Zum Beispiel alles, was Sie sich auf Habitat 7 geschnappt haben. Rohmineralien, Tech, was auch immer. Die Forschungsstation wird das Zeug zerlegen und Ihnen neue Möglichkeiten bieten. Sehr schön. Dann sammeln wir mal Schrott. Ich werde jeden Vorteil nutzen, den ich kriegen kann. Selbst wenn ich dafür Schrott suchen muss. Hey, mit Tech wie dieser ist nichts mehr einfach nur Schrott. Zumindest nicht mehr, sobald wir damit fertig sind. Und ganz ehrlich, es gibt doch nichts Besseres als Sachen, die man selbst hergestellt hat, oder? Probieren Sie es mal aus. Oh... Entwicklung, Forschung. Gucken wir mal in die Forschung. Waffen. Panzerung. Verbesserung. Klasse. So, dann kann ich einen Bauplan wählen, wovon wir schon ein paar gefunden haben. Sturmgewehr. Sturmgewehr Cyclone, klasse. Eine MP, Schrotflinte. Ja, Hammer. Das haben sie ein bisschen anders gemacht als das letzte Mal. So, oh komm, da guck mal, das kostet mich schon mal 100 was auch immer. 10 habe ich nur. Kann ich schon mal vergessen. So, Entwicklung. Das können wir hier machen. Bereit zur Entwicklung. Die nächste Pistole können wir hier entwickeln lassen. Dazu brauchen wir
Denn da die Materialien da unten, das ist ja nun mal nicht schlecht. Wollen wir mal so eine Pistole entwickeln lassen? Schrotflinte. Ich will ja mal hier für ein anderes Sturmgewehr. So, jetzt haben wir was entwickelt. Keine, bereits zur Entwicklung keine Baupläne verfügbar. Verdammte Axt. So, können wir uns einen neuen Helm entwickeln lassen. Verbesserung. Ein Pathfinder Helm. Nummer 1. Oh, was ist das? Rebellenhelm. Cool. Dazu aber mal später noch. Jetzt schleichen wir uns mal hier so ein bisschen hin und her und gucken mal, was hier noch so zu entdecken ist. Unser Tech-Labor ist der Traum jedes Ingenieurs. Perfekt für diffizilste technische Arbeiten aller Art. Cool. Das gefällt Ich mir. frage mich, wie schnell dieser Triebwerkskern auf Was haben wir hier drüben? Dasselbe Das nochmal. ist das Biolabor. Wir können Pflanzen großziehen, haben damit Lebensmittel und Sauerstoff und können zudem diverse Exemplare sicher aufbewahren. Sehr schön. Ein Biolabor. Hey! Ja, was, hey? Nix da, hey. So, weiter geht's hier. Flugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Kalochath, und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Komm. Wir entscheiden mal logisch und nicht nach Emotionen. Wir haben wohl keine Wahl. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen fürs Logbuch? Was sagen wir denn? Ich hatte nie geplant, Pathfinder zu sein. Ich weiß nicht, was da draußen ist. Aber wir sind die Besten und Klügsten der Milchstraße. Wir schaffen das. Genau. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Der hat zu viel Bob der Baumeister gesehen. Wir schaffen das. Ja. Und damit geht's in die Tiefen des Weltalls. Wunderbar. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. So, und unsere Reise, ein besserer Anfang, geht nach natürlich Eos. Nach das Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin.
So sieht hier also der Warp-Antrieb aus. System Pythias, Habitat 1 der Andromeda-Initiative, Bezeichnung EOS. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein, nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Na, dann werden wir uns mal dahin begeben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Das ist das Asteroidenring oder Nebelring. Haben sie aber schön gemacht, sieht gut aus, gefällt mir. So, L2, Scanner aktivieren. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7, mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Ken so treffen. Landezone, verfügbare Mineralien. Fe, das ist Eisen. Aber was das andere ist, weiß ich jetzt nicht. AI, was ist das? Aluminium. C. So, was haben wir hier? UI verbergen, alles klar. Das lassen wir mal wieder anzeigen. Systemansicht. Ich empfange etwas. Galaxiekarte. Es wurde eine Anomalie entdeckt. Verwenden Sie das Steuerkreuz hier. Okay, wählen Sie L2 gedrückt halten. Eine Anomalie. Cool. So, da will ich aber hin. Ah, und dann müssen wir erstmal hier rumkreisen, um die Landezone zu sehen. Das ist natürlich, das ist cool, das gefällt mir. Das ist alles nicht so billig. Könnte man jetzt auch eigentlich an den Planeten nach hinten reisen? Nö, wir müssen sowieso hin. Also, Action. Oh, so, jetzt können wir erstmal unsere Waffen auswählen, die wir mitnehmen wollen. So, Nahkampf haben wir. So, wählen wir das Ding. Was haben wir hier? Das ist die, die wir uns gebastelt haben. Die wir letztens in dem ersten Kampf gefunden haben, sozusagen. Und ja, natürlich nehme ich die hier. Zack. Kann man die hier Sturmgewehre. So, und hier legen wir unsere Pistole rein. Das Ding haben wir mit. Alles andere ist leider noch gesperrt. Mods, kann man da schon welche rauflegen. So, hier haben wir einen Schaft. Plus 30% Stabilität. Nehme ich mit. So, noch ein Mod drauf. Was haben wir hier noch? Schweres Magazin, plus 30% Sturmgewehr Magazinkapazität und ein Zielfernrohr können wir da drauf ballern. Sturmgewehr Präzision plus 20. Ich nehme das Magazin. So, gucken wir mal, was wir hier für Pistolenmods haben. So, Pistolen Durchschlagsschaden plus 40%. Aber warum nicht? So, haben wir noch einen Mod, den wir drauflegen können. Zweimal dasselbe. Geht nicht. Dann war's das. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns.
Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Genau das hier wollten wir. Eine neue Galaxie. Ein neues Schiff. Es wird Zeit, sie endlich einzuweihen. Pathfinder, so ist die Tempest ist soweit. Wir können. Worauf warten wir denn noch? Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Cool. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Ja, aber sicher doch. Ansonsten wäre jetzt das Spiel zu Ende. Wenn wir aufklatschen würden. Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Bin mal gespannt, wann ich mein Nomad-Teil kriege, womit ich hier rumbrettern kann. Wo soll man da überhaupt anfangen? Vielleicht finde ich ja jetzt schon mal was. Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von EOS blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindselige Auseinandersetzungen unvollendet. Mhm. Und ohne Pathfinder. Wenn EOS so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Dann werden wir das mal tun. Das Sie aber erst in der nächsten Folge. Sein, dass es in diesen Bedingungen an der Stelle kann. Sie ist es genau der richtige Zeitpunkt, einen Cut jetzt zu machen. Haben Sie einen. Und wir werden EOS zu einem Zuhause machen. Dankeschön fürs Reinklicken sagen. Hier ist ein Behälter, hier drücke ich mal noch drauf. So. Haben wir was bekommen. Wert niedrig. Ein paar Nieten, eine Niete das gezogen. Sieht nach Bergungsgut aus. Terranische es Nieten. Ist neu. Ist egal. Ein paar Tage alt. Aber. Ist etwa noch jemand hier? Was hier auf dem Planeten passiert, seht ihr in der nächsten Folge. An der Stelle mache ich einen Cut. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schaltet in die nächste Folge rein. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.